In Deutschland gilt ja eigentlich die Meinungsfreiheit. Doch vor kurzem hat mir ein Zuschauer folgenden sehr erschreckenden Fall vorgestellt, beziehungsweise zugeschickt, wo man an diesem Grundsatz schon etwas zweifeln kann, um es mal sehr, sehr vorsichtig zu formulieren. Da hat nämlich eine Schülerin einen Pro-AfD-Post geteilt, beziehungsweise ein Video, was von der AfD stammte, und dann ist Folgendes passiert. Polizei holt Schülerin wegen Pro-AfD-Video aus dem Unterricht. Ja, die Polizei hat in Mecklenburg-Vorpommern eine Schülerin wegen ihrer Aktivitäten bei TikTok aus dem Unterricht geholt. Sie hatte ein Pro-AfD-Video gepostet. Strafrechtlich relevant ist das nicht, wie sich herausstellte. Ach, die Werbung von demokratisch wählbaren Parteien in Deutschland, öffentlich zu teilen, ist nicht strafrechtlich relevant? Verdammte Meinungsfreiheit. Stralsund. Die Polizei ist in einer Schule in Ribnitz-Damgarten, dem Verdacht nachgegangen, eine 16-jährige Schülerin habe möglicherweise staatsschutzrelevante Inhalte über Social-Media-Kanäle verbreitet. Hintergrund ist ein Video zur AfD, das sie veröffentlicht hatte. Die Beamten waren von der Schulleitung informiert worden und fuhren am 27. Februar zu der Schule, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dort hatten sie die vorliegenden Informationen in Form einer E-Mail einer Hinweisgeberin geprüft. Das Ergebnis? Es habe kein Anfangsverdacht einer Straftat bestanden. Ach was. Die AfD-Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch hat inzwischen bei der Staatsanwaltschaft Stralsund Anzeige wegen des Verdachts der falschen Verdächtigung, der Nötigung und weiterer in Betracht kommender Straftaten gegen den Schulleiter erstattet. Die Anzeige liegt dem RND vor. Naja, da würde ich sagen, hoffentlich hat die Anzeige Erfolg, denn das, was hier passiert ist, das geht überhaupt nicht. Dass man eine Schülerin einfach nur, weil sie Werbung von einer Partei teilt, hier ins Direktorzimmer zitiert, also als ob Schuldirektoren dafür verantwortlich wären, die politische Gesinnung ihrer Schüler zu überwachen. Also langsam muss man sich wirklich am Kopf fassen, was in einigen Schulen in Deutschland los ist. Die Polizei reagierte am Donnerstag mit der Pressemitteilung auf einen Bericht der Wochenzeitung Junge Freiheit. Die Mutter sagte der Zeitung, dass ihre Tochter vor einigen Monaten auf dem Social-Media-Kanal TikTok ein Schlümpfe-Video gepostet habe. Darin hieß es, dass Schlümpfe und Deutschland etwas gemeinsam hätten. Die Schlümpfe seien blau und Deutschland auch. Es war wohl ein witziger AfD-Werbepost. Und dann hat sie einmal gepostet, dass Deutschland kein Ort, sondern Heimat ist, so die Mutter. Ihr müsst jetzt, wenn ihr das hier seht, ganz ruhig bleiben. Die Schülerin hat einfach nur ein, ja, witziges Werbevideo der AfD gepostet, wo es überhaupt nicht um Inhalte ging. Also da wurde jetzt nicht irgendwie gefordert, alle Ausländer aus Deutschland rauszuschmeißen oder so oder irgendwas, sondern einfach nur, ja, Deutschland ist blau, haha, die AfD hat gerade so hohe Wahlergebnisse. Und das zweite, Deutschland ist kein Ort, sondern Heimat. Ja, also und? Also Deutschland als Heimat zu bezeichnen, wird ja hoffentlich noch nicht staatsschutzrelevant sein. Also wirklich, das. Was soll man dazu noch sagen? Der Bundestagsabgeordnete im Wahlkreis Vorpommern-Rügen-Greifswald und AfD-Landessprecher Leif-Erik Holm sprach von einem handfesten Skandal. Ja, absolut. Das kann ich nur hundertprozentig unterschreiben. Wir kommen jetzt aber noch dazu, was der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern gesagt hat. Auch Innenminister Christian Pegel von der SPD wurde auf den Fall am Donnerstag im Schweriner Landtag angesprochen. Wenn die Polizei gerufen werde, komme sie auch, so Pegel. Es habe eine Gefährderansprache gegeben. Er sehe bei dem Einsatz aber keine Schwierigkeiten. Die Polizeibeamten gingen so vor, dass niemand stigmatisiert werde. Pegel, ich glaube doch, dass die Verhältnismäßigkeit gewahrt war. Ah, aber das Problem ist ja hier nicht das, was die, also, okay, wenn die Polizei gerufen wird, dann kommt sie, sondern das Problem war, dass der Direktor eine Schülerin zu sich zitiert hat, weil sie einfach eine andere politische Meinung als er hatte. Also das ist doch hier das Irre. Okay, ist jetzt interessant zu sehen, wie die Justiz hier gegen den Direktor vorgeht. Also ich bin ja zwar kein Jurist, aber ich hoffe wirklich, die Anzeige von Beatrix von Storch hat Erfolg, denn Schulen sind nicht dazu da, um eine politische Gesinnung der Schüler zu überprüfen. Und sowas, was der Direktor sich da geleistet hat, war eine absolute Grenzüberschreitung und sollte meiner Meinung nach geahndet werden. Naja, wie gesagt, ich bin kein Jurist. Mal schauen, ob das deutsche Gerichte ähnlich sehen. Also wie gesagt, wir sollten
Schulen sollten nicht dafür da sein, zu überprüfen, was für eine Ideologie ihre Schüler haben. Das kann auch Anhänger jeder anderen Partei treffen, wenn mal eine andere Partei ins Visier gerät, beispielsweise das BSW. Das sollte uns immer klar sein. Also völlig jenseits von jedem gesunden Menschenverstand, was hier in Mecklenburg-Vorpommern passiert ist.